Liebe Freunde der paradoxen Strategie, hier ist euer Steinwallen und ich habe mir überlegt, wir sollten vielleicht mal weitermachen mit unserer Politik der Nadelstiche. Und es ist doch zu verlockend, irgendwie Frankreich weiter zu ärgern, indem wir hier die Unabhängigkeit garantieren oder uns mit ihnen verbünden. Das wäre eigentlich eine sehr schöne Sache. Dagegen steht unser diplomatischer Unterhalt. Wir haben schon einen über den Durst, aber wir haben ja derzeit, und das ist ja eine Sache, die ich immer gerne ausnutze, wir sind derzeit Kontrolleur der Kurie. Und das ermöglicht es uns, ohne Probleme Ehebündnisse zu beenden. Und insofern bin ich so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt ist, um ja aus unserem sehr engen Verhältnis zu Portugal auszusteigen. Und hier die Familienbande aufzulösen. Es ist ja auch ein neuer König, den wir gar nicht so sehr schätzen. 19 Jahre. Ein junger Spund. Ja, ich glaube, das machen wir. Wir werden unsere Familienbanden jetzt auflösen. Das sorgt natürlich für eine deutliche Reduzierung der Beziehung. Und dann lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. Ja, sie wollen natürlich uns gleich wieder heiraten, aber wir nicht. Aber bis dahin kümmern wir uns mal um unsere Handelsschiffe. Ne, wo? Wo haben wir noch? Ach ja. Hier ist noch eins und... Ah ja, wir hatten ja nur 4 gebaut, ich erinnere mich. So. Genau. Wann können wir da wieder hin? Am 2. Januar. Und wir haben einen Boom im Schiffsbau. Na, das... Tja, das kommt ein bisschen zu spät, wie ich finde. Wir haben jetzt unser gesamten... Aber vielleicht ist es auch die Folge aus diesen ganzen Aufträgen. Unsere Schiffsbauindustrie erlebt einen Boom in Aufträgen für Handelsschiffe. Dieser Boom ist nun vorbei und es gibt nun einen Werftkapazitätsüberschuss. Das wird zwar nicht lange anhalten, doch unsere Marine könnte davon profitieren. Ja, Schiffbaugeschwindigkeit minus 20%. Naja, das ist jetzt nicht so entscheidend, aber stark wie das Spiel das irgendwie mitbekommt, was wir hier gerade getan haben, finde ich hochinteressant. So, und auch die gehen in Richtung Sevilla. Da ist der große Handelskrieg ausgebrochen mit Portugal. So, und wir können wieder Diplomaten senden. Und jetzt wäre der nächste Schritt, dieses Bündnis aufzulösen. Wow. Ich muss aber mal kurz gucken, geht das überhaupt mit vor? Oder, ja, das geht. Da können wir ein Bündnis anbieten, da können wir es auflösen. Das sind historische Momente, liebe Freunde. Das enge Bündnis zwischen Portugal und Spanien, ne, Kastilien, ist damit beendet. Und wir haben aber immer noch, ach, wegen Militärzugang, auch das muss dann noch erledigt werden. Aber um ganz auf Nummer sicher zu gehen, werden wir jetzt erstmal hier schon... Ich habe übrigens ein bisschen hin und her gelegt, überlegt, nämlich Bourbonnais als Stachel im Fleisch der Franzosen oder Foix. Der Vorteil von Bourbonnais ist es, dass sie noch ein Stück wertvoller sind für Frankreich, mitten im Land natürlich auch einen höheren Grundsteuerwert haben, eine leicht höhere Rekrutenreserve, aber Foix ist einfach zu schön und logisch hier im Gebirge gelegen, gut zu verteidigen, in der Nähe unserer Grenze, passt mir doch irgendwie besser in den Kram. Insofern wollen wir hier nichts riskieren und werden direkt schon mal sie anfragen. Garantie proklamieren machen wir dann als nächstes. Okay. Und wir müssen hier noch den Militärzugang beenden. Das können wir erst am 7. Februar machen. Und unser Konquistador ist tot. Na sowas. Lasst mich kurz das noch beenden, sonst vergesse ich das. Wichtige Sache, Militärzugang aufkündigen. Okay. Gut. Was jetzt passieren wird, ist vermutlich, dass sich Portugal an England orientieren wird. Das ist der Nachteil dieser Aktion. Aber gut, es hat alles Vor- und Nachteile. Damit müssen wir irgendwie klarkommen.
Aber wir können ja langfristig erstmal zumindest wieder die Beziehung verbessern. Wir müssen ja nicht verfeindet sein. Heißt ja nicht Bündnisauflösung, heißt ja nicht gleich Verfeindung. So, jetzt aber Conquistador. Da will ich natürlich einen neuen. Wir wollen hier ja noch zu den letzten Zipfel Amerikas auch noch erkunden. Deswegen werden wir wieder einen rekrutieren. Unsere Armeetradition ist nicht mehr so hoch, wie sie mal war. Klar, wir waren nicht sehr in Kriegen. Naja, nur ein Manöver. Und Suche nach den sieben Städten. Gut, okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Können wir hier schon wieder was hinschicken? Ja, wir können hier was. So, dann will ich auf jeden Fall ein Bündnis haben. Prima. Und es gibt... Aha, na sowas. Ein Boykott, ein Embargo von Seiten Portugals. Was hat denn das jetzt für Auswirkungen? Wir sind bei 52 und sie bei 46. Ah, das verkehrt sich direkt ins Verhältnis. Jetzt sind wir bei 46 und sie bei 52. Durch das Embargo. Das Problem ist ja, wenn ich auch ein Embargo mache, dann... Wo sind denn die portugiesischen Truppen hin? Achso, die sehe ich nicht mehr wegen Fog of War. Wirklich. Ja, wenn ich jetzt auch ein Embargo mache, dann reduziert sich natürlich meine Handelsmacht, weil Portugal nicht definierter Rivale ist. Das ist so ein bisschen der Nachteil an dieser Aktion. Staatsehe. Vorher möchte Staatsehe haben. Das werden wir aber nicht machen, weil das immer so schwierig ist, da rauszukommen. Während man aus dem Bündnis und einer Unabhängigkeitsgarantie relativ einfach rauskommt, wie ich finde. Okay, ich denke mal, wir stationieren einfach schon mal so provokativ unsere Truppen an der portugiesischen Grenze und Marokko möchte Almeria haben. Okay, das sind natürlich alles lächerliche Versuche. Betrunkene Whisky-Diebe. So, das kennen wir auch schon. Oh ja, das ist eine schöne Sache. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir da? Wir bekommen immer recht wenig administrative Macht. Das müssen wir ein bisschen kompensieren. Deswegen, wir hoffentlich hat sie dies nicht zu lange von ihrem Ziel abgelenkt. Okay. So, und jetzt werden wir erstmal die Beziehung verbessern, bevor wir hier möglicherweise Handelsmacht übertragen. Das ist soweit in Ordnung. Wie sieht es denn eigentlich aus hier mit Venedig? Oh, Istrien ist schon in der Hand von vom Kirchenstaat. Insofern ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und der koloniale Enthusiasmus ist leider ausgelaufen. Aber trotzdem wird Alta Gracia demnächst fertiggestellt. Und da haben wir es, tatsächlich. Genua wird gezwungen, Kirchenstaat, Kriegsrelation. Oh, Genua. Ach, das ist ein Separatfrieden. Das ist erstmal ein Separatfrieden, wenn ich das richtig sehe. Wow, Kirchenstaat holt ja wirklich alles raus aus diesem Krieg. Sie wollen Istrien und sind dadurch auch jetzt bei 85% angelangt. Ziehen hier ihre Truppen zurück. Ich hoffe, das ist dann bald vorbei. Aber wir haben Geld. Wir haben Geld und sollten dann direkt bauen. Und jetzt geht es in die Gebäude endlich los. Wir machen mal weiter hier mit den Tempeln. Da haben wir schon ein bisschen losgelegt. Und da werden wir jetzt 3 bauen. Gut. Und damit... Ah, gibt es schon wieder einen eingeborenen Aufstand in Rio Bravo? Das ist ärgerlich, weil wir dort nicht sind.
Dadurch gibt es einen kleinen Rückstand dort. Und in Alta Gracia waren wir nun erfolgreich, Kolonie ausgebaut und unsere Mission ist damit auch erledigt. Und jetzt ist halt die Frage, wo schicken wir unsere Leute hin? Ne, wir lassen sie dort. Die sind einfach deutlich aggressiver. Oder müssen wir etwa hier noch 2000 Mann extra ausheben, um Rio Bravo zu schützen? Würde mich eigentlich nerven. Aber auf jeden Fall können wir einen neuen Kolonisten senden. Aber wahrscheinlich müssen wir das irgendwie tun. Können wir den hier direkt bauen? Ja, lass uns das hier machen. Aber wie viele Truppen darf ich eigentlich noch? Oh, ich bin ziemlich am Limit. Das ist doof. Das ist doof. Na, schauen wir mal. Wo können wir weitermachen? Wo sind... Boah, das sind alles sehr attraktive... aggressive Eingeborene. Hier haben wir leider Arid. Hier wäre es ganz interessant, glaube ich. Solange bis La Bahia noch nicht fertig ist, könnten wir eigentlich hier weitermachen. Ach so, geht aber nicht, weil die noch nicht voll entwickelt ist. Okay. Ach, das Problem sind die Eingeborenen. Die Aggressivität der Eingeborenen. Wo ist es am wenigsten? Hier, aber da ist Arita, will ich nicht. Na, dann gehen wir hier weiter. Und hoffen wir einfach. Ich will bloß nicht mehr Truppen abziehen. Gut. Ah, was heißt mehr Truppen abziehen? Wir haben ja hier, wunderbar, wir haben ja 2000. Die können wir ja da problemlos hinschicken. Also rauf aufs Schiff und dann hin nach, tja, wohin eigentlich? Nach Rio Bravo oder in die Neue? In die Neue dann wahrscheinlich am besten. Gut. Darum kümmern wir uns gleich mal. Warten wir auf das Schiff. Oh ja, und wir müssen auch eine neue Mission wählen. Ganz vergessen. Also entweder eine große Flotte konstruieren, das heißt schwere Schiffe, ist nicht im Moment nicht unser Thema. Caracas kolonisieren, was Enthusiasmus bringt, oder Algarve erobern. Und ich würde mal sagen, dann nehmen wir wohl am besten mal diese Geschichte mit der Kolonialisierung. Aber jetzt frage ich mich, wo ist Caracas? Geografie Schwäche. Aha, ja. Ach da, sah man nicht richtig. Tja, benachbart zu den Arawak. Gut, wir haben auch glücklicherweise gerade ein... Ne, den haben wir ja gerade losgeschickt, den Kolonisten. Ne, wir machen das trotzdem. Wir brauchen diesen Kolonial... listischen Enthusiasmus, deswegen machen wir das. Also. Das hilft uns langfristig einfach mehr und diese Geschichte brechen wir mal wieder ab. Zurückrufen. Und ist er jetzt da? Nee, aber jetzt ist er da. Und werden uns also jetzt Caracas vornehmen, auch wenn das tropisch ist. Aber diese Mission ist einfach zu wichtig. Gut, und insofern, wie sieht es da aus mit den Wilden? Oh, sehr viele, 2500. Wo ist unser Schiff? Das hatten wir hier gerade hingeschickt. Das müssen wir jetzt leider wieder zurückschicken. Hilft nichts. Wir brauchen es dort mehr. Die Frage ist überhaupt, ob 2000 reichen. Aber hier stehen die 2000 eigentlich ganz richtig. Okay, soweit dazu und nun wollen wir doch mal schauen, was wir hier machen. Ideen. Wir können jetzt entweder die letzte Idee bei den Entdeckerideen voll machen, damit das Weltreich etablieren, oder wir können warten und hier lieber in die Forschung stecken. Da hinken wir bei diplomatischer Forschung so ein bisschen hinterher, aber... Das ist auch nicht schlecht, weil wir kriegen
dann als Abschluss einen permanenten Kriegsgrund gegen Heiden. Was ich auch wirklich nicht so übel finde. Ah, sie sind übrigens hier schon am Kolonisieren, sehe ich gerade. Sehr schön. Unsere Kolonialnation, Kastilisch-Indien, das geht ja gut voran. Nee, Leute, wir machen das. Wir werden hier weltreich als neue Idee entwickeln. Sehr schön. Unser koloniales Engagement hat bei den Verwaltern der Kolonien zu einer veränderten Einstellung geführt. Dort sammeln sich nun keine Halsabschneider mit dem Hang zur Gewinnmaximierung mehr, sondern die talentierte Crème de la Crème der Gesellschaft. Dieser Fortschritt spiegelt sich auch in den Steuereinnahmen wider. Ja, erstmal spiegelt es sich vor allem im Flotten-Limit-Modifikator wider, was plus 25%, was natürlich eine richtig heftige Sache ist. Und wie gesagt, wir haben einen permanenten Kriegsgrund gegen Heiden. Gut. Ja, das wissen wir. Wir können jetzt alle angreifen und erobern, Überlegenheit demonstrieren. Alles klar. Oh, in Frankreich gibt es einen ganz interessanten Gaston. Der erste wird König und er ist gar nicht so fähig, was uns natürlich freut. Und Frankreich sieht Kassel nicht länger als Rivalen, sondern Österreich. Das ist ja eine hochinteressante Entwicklung. Damit hat, aber die haben nur zwei, England und Österreich. Damit sinkt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns hier irgendwie angreifen. Aber wir bleiben natürlich trotzdem in unserer Rivalitätsposition stehen. Oder wir bleiben dabei. Denn nach wie vor ist eine Schwächung Frankreichs in unserem Interesse. Aber sie gestatten uns Zugang zu ihren Handelszentren wieder. Wow. Und da haben wir den Frieden. Und Istrien wird Teil des Kirchenstaates. Ah, der wird ganz schön mächtig. Vier Provinzen jetzt. Interessant. Und damit haben wir jetzt die nächste selbsterhaltene Kolonie. Und es gibt hier immer weitere Aufstände. Leider schon wieder in Rio Bravo. Das ist ja wirklich bitter. Boah, da sind jetzt nur noch 79. Verdammt. Dann können wir zumindest diese 2000 jetzt abziehen und die schicken wir jetzt nach Rio Bravo. Oder nein, wir können jetzt, glaube ich, wieder erkunden und können dann hier irgendwie weitermachen. Aber das finde ich jetzt ein bisschen verfrüht. Also erkunden sollten wir. Erstmal zurück in einen Hafen mit diesem Schiff. Muss jetzt nur dran denken und die Flotte ist hier. Die 2000 wollten wir hier nach Caracas bringen. Der Kolonist ist da noch unterwegs, genau. Bahia haben wir zum Glück gewonnen. Oh, war das eben eine Niederlage? Habe ich nicht aufgepasst? Ich glaube nicht. So, und jetzt ist das Schiff frei und damit fahren wir zum Kap und holen diese 2000 Mann ab. Und bringen sie dann endlich hier nach Neu-Mexiko. Weil, auch wenn die so wenig aggressiv sind, hier passiert trotzdem laufend was. Das ist ja wirklich ärgerlich. Nicht, dass sie uns hier ganz flöten geht. Gab schon ziemlich viele Rückschläge. So, Kirchenstaat sieht nicht mehr Ungarn als Rivalen, sondern Toskana. Das sind dann wahrscheinlich die nächsten. Und Frankreich verweigert Österreich Zugang. Ja, das spitzt sich möglicherweise jetzt ein bisschen zu da zwischen Frankreich und Österreich. Aber wir wären gern dabei in einem Krieg gegen Frankreich. Verloren und Geist in Raum. Das kennen wir. Wir machen schickte jede Jäger wieder aus. Und hier haben wir einen Frieden. Sap bleibt offenbar unabhängig. Tlemcen. Ah, Tlemcen macht einen separat oder macht einen Frieden.
Im Gegenteil, sie müssen sogar eine Provinz abgeben, weil sie durch den Krieg gegen Marokko völlig geschwächt sind. Und es sieht hier so aus, als würde sich Marokko auf Kosten von Tlemcen auch ausdehnen. Hochinteressant. Okay, Tunesien wendet sich auch vom SAP ab. Und Caracas wurde erfolgreich kolonisiert. Und damit haben wir die Mission erfüllt und haben endlich wieder das so wichtige plus 25 Kolonialwachstum. Das gefällt mir, liebe Freunde. Und damit dürfen wir jetzt die nächste Mission auswählen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Und langsam, aber sicher, nähern wir uns auch hier sogar schon der kolonialen Nation mit 4 Provinzen. Vielleicht sollten wir tatsächlich dann doch hier erstmal weitermachen. Und wenn wir dann hier die Kolonialnation haben, können wir uns hier zumindest schon mal den Arawak widmen und die mal angreifen. Das dürfen wir jetzt. Also es ergeben sich hier ganz neue Möglichkeiten in der neuen Welt. Mit den Kolonialnationen können wir dann auch Krieg führen. Also das können wir auch jetzt schon, aber man müsste dann Überdehnung und sowas alles hätte man, braucht man nicht. Kann sich die Kolonialnation drum kümmern. Ja, also, es bleibt interessant, denke ich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.